Ein Zuschauer hat mich gefragt, ob es nicht einfach möglich ist, ein Image zu erstellen der aktuellen Festplatte und so den Stand des Betriebssystems einzufrieren und im Fall eines Datenverlustes den dann einfach wieder zurückzuspielen. Ob das funktioniert und ob man dafür ein extra Programm braucht, das wird jetzt dieses Video beantworten. Also schon mal gespoilert, ein extra Programm brauchen wir dafür nicht. Das geht in Windows. Das ist aber eine super, super Geheimfunktion. Ich habe versucht, hier mein Windows auf Deutsch umzustellen. Hat jetzt darin geendet, dass ich jetzt einen Mischmasch zwischen Deutsch und Englisch habe. Ich werde deshalb nochmal einen Blogpost schreiben, um die ganzen Bezeichnungen jetzt auch dann auf Deutsch zu haben. Ihr müsst wahrscheinlich, wenn ich Backup eingebe, einfach Sicherung eingeben. Dürfte nicht sonderlich schwer sein. Ich gebe jetzt hier also Backup ein und hier komme ich zu den Backup-Settings. Es wird jetzt eine Klickorgie, aufgepasst. Hier unten klicke ich dann auf More Options und hier dann See Advanced Settings und hier unten sehe ich dann System Image Backup und jetzt sind wir immer noch nicht richtig, wir brauchen nämlich diese zwei Buttons hier, System Image und System Repair Disk. Also ich bin mir jetzt noch nicht sicher, was wir genau alles brauchen. Wir sind ja jetzt hier im alten Windows 7 Restore oder Backup Menü, aber wir wollen ja diese zwei Dinge hier machen und schauen uns mal an, ob wir quasi beides machen müssen für den Restore dann am Ende oder ob eins von beiden reicht. Ich weiß es jetzt selber aktuell noch gar nicht, ist nicht gut dokumentiert die Funktion, aber das holen wir jetzt einfach mal nach. Ich mache jetzt beides, also ich mache jetzt eine Repair Disk und ein System Image und wir schauen nachher beim Restore, ob uns eins von beiden reicht. Also ich mache einmal Create System Image und das kann ich einfach auf die Platte ablegen. Tja, er will natürlich eine externe Platte haben, haben wir jetzt nicht, deshalb lege ich das Ganze jetzt einfach auf mein NAS ab. So, jetzt ist der Dialog einmal weg. Finde ich ja auch witzig. Ne, der ist da hinten einfach gelandet. Okay, gut. Only one system per image per computer can be kept at the backup location. Ja, ist auch schon wieder schlecht, ne? Da kriege ich es dann auch wieder nicht hin, regelmäßige Backups laufen zu lassen. Aber das war jetzt ja erstmal nicht die Frage. Vielleicht kann man sich das ja dann einfach einfrieren oder einmal wöchentlich machen, wie auch immer. Er nimmt jetzt auch beide Laufwerke mit rein und ich sage einfach mal Start Backup. Und da das jetzt wahrscheinlich ziemlich lang dauern wird, schneide ich das Ganze jetzt einfach raus. Müsst ihr ja jetzt nicht drauf warten. Beziehungsweise ich versuche mal parallel die System Repair Disk anzulegen. Echt ein Wahnsinnig, der will echt ein Laufwerk haben. Also ich kann das nicht mal als USB oder sowas machen. Also ich könnte das ja jetzt ja mal probieren. Ich habe, also nein, könnte ich nicht. Ich habe gar kein Laufwerk. Ich finde es auch schwachsinnig. Wer hat denn heute noch CD-Laufwerke? Entweder müssten sie da eine ISO-Datei anlegen lassen, die ich mir dann am Ende auf den Stick schreibe oder so. Also gut, dann ja. So viel versprochen, mit dieser System-Repair-Disk wird es nichts. Ich habe einfach kein Laufwerk auf meinem Gerät, seit Jahren schon nicht mehr. Aber gut, wir warten mal, was da hinten das Image-Backup macht. Jetzt hier mal ein kleiner Zwischenstand. Das Ding heißt Microsoft Block Level Backup. Hier sieht man auch, dass die Festplatte entsprechend ausgelastet ist und dass auch entsprechend übers Netzwerk einiges rüberpumpt. Hier sehe ich dann, wie das Verzeichnisformat aussieht an so einfach Windows Image Backup. Und jetzt fängt er an, das Ganze hier reinzuladen. Vielmehr würde mich jetzt interessieren, wie man das Ganze dann wieder restoren kann, aber ich muss geduldig sein. So, jetzt kommt der spannende Moment. Windows fragt mich, ob ich eine Reparationsdisk erstellen will. Hatten wir ja vorhin schon probiert, wird nicht funktionieren. Ja, er will ja eine echte DVD da drin haben. Deshalb breche ich das Ganze einmal ab, schließe das ab. Kann euch aber auch schon sagen, die gute Nachricht ist, man kann jetzt diese... Die gute Nachricht ist jetzt wohl, dass man die Möglichkeit hat, jetzt hier die einzelnen Dateien auch nochmal raus zu extrahieren. Wenn ich jetzt hier mit 7-Zip zum Beispiel reingehe, sehe ich, dass da einfach Image-Files drin liegen. Aber wir wollten ja sagen, wir haben jetzt hier absolutes Desaster angerichtet, Windows bootet nicht mehr, wie komme ich jetzt an die Daten ran? Da das Erstellen von so einer Recovery-CD nicht geht, bleibt eigentlich nur noch die Option, zu versuchen, über die Reparaturoptionen da reinzukommen. Das kann klappen, wenn der Computer noch so halb bootet. Aber wir wollten ja wirklich mal von einem ganz schlimmen Fall ausgehen. Da soll wohl die Windows 10 Installations-DVD helfen und die kann ich ja nun bekannterweise auch über USB booten. Habe ich auch schon mal Videos dazu gemacht, schaut einfach mal in die Infokarte. Ich bin ja in der VM, ich werde jetzt einfach so tun, als wäre hier alles gecrashed und werde jetzt versuchen, ob ich von diesem ISO dann ja einfach hier zurückkomme. Das Ganze liegt ja auf einem Netzwerkverzeichnis und ich hoffe, dass ich auch diese Option dann bekomme, von einem Netzwerkverzeichnis wieder zu restoren. Um jetzt nachzuvollziehen, ob das auch geklappt hat, ich habe ja hier so ein Testdokument angelegt, wir legen jetzt noch eins an. Na, also Testdokument 2 nenne ich das.
Und wenn das da ist nach dem Restore, dann ist das schief gelaufen. Das muss jetzt also weg sein. So, ich mache jetzt einfach einen Shutdown und wir sehen uns jetzt gleich im Bootmenü wieder. So, jetzt haben wir das schon mal geschafft. Ich stelle mal hier unten noch mein Keyboard richtig ein. Das lassen wir auf Englisch. Hier unten gehe ich auf Repair. Hier müssen wir jetzt auf Troubleshoot gehen. Es sieht doch eigentlich nach System Image Recovery aus, würde ich sagen. Windows 10 passt in unserem Fall auch. Cannot find, attach to backup, bla bla bla. Aber er sagt ja hier, ich habe mehr Optionen. Wir drücken also mal Cancel. Select a System Image klingt gut. Wir machen mal Advanced. On the Network klingt auch gut. In einem Trusted Network natürlich. So, Passwort ist eingegeben. Ich gehe noch hier runter. Kann ich das noch aktivieren? Jawohl, das ist echt toll. Man muss ja also mit den Pfeiltasten hoch runter und dann mit Leertaste kann man da das Häkchen setzen. Ich gehe auf OK. So, egal was ich hier eingebe, ich habe keine Chance, mich mit meinem NAS zu verbinden. Ich habe schon alles versucht. Das Problem ist auch, man könnte jetzt über NetUse zum Beispiel das Laufwerk über einen Buchstaben mounten. Das geht aber nicht, weil einfach ich in dem Menü die Option überhaupt nicht zur Verfügung gestellt bekomme. Ich kann jetzt hier nur ein Passwort oder Benutzername ändern. Wenn ich hier wieder raus bin, bin ich wieder quasi auf Anfang und unter Advanced kann ich jetzt entweder einen Treiber installieren oder mein Netzwerk greifen und dann bin ich ja wieder da, was nicht funktioniert hat. Also mein Plan B ist jetzt, im Hintergrund läuft schon eine Kopieraktion auf einen USB-Stick, in eurem Fall dann vielleicht eine USB-Festplatte, um dieses Image jetzt hier wieder auffindbar zu machen und wieder herzustellen. Wir sehen uns gleich, wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist. Also falls ihr auch mal in eine ähnlich bescheuerte Situation kommt, so wird es dann aussehen. Ich habe jetzt einfach mal den Windows Image Backup Ordner rübergezogen und hoffe jetzt mal, dass wir in der VM gleich weitermachen können. Ich gehe nochmal auf Refresh. Oh, das passiert auch nichts. Wir gehen nochmal ganz zurück, machen hier einen Retry. Also das ist mit exFAT formatiert. Vielleicht ist das das Problem. Nö, er hat es eigentlich gefunden. Ja, aber selbst mit eingestecktem USB nichts zu machen. Wir brechen das Ganze nochmal ab. Jetzt mache ich noch einen letzten Versuch, bevor ich das Ganze aufgebe. Ich habe jetzt eine kleine Idee, mal schauen, ob die funktioniert. Und zwar bin ich jetzt doch wieder in dem Dialog gelandet. Hier bin ich auf Advanced gegangen und gesagt, ich möchte einen Treiber installieren. Das öffnet mir immerhin hier mal, ja, den Windows Explorer. Hier bin ich jetzt wieder in meinem Backup-Ordner und jetzt sehe ich ja auch hier meine Backup-Disk. Ich muss gerade mal gucken, sieht man die Größe? Und wenn man sortiert nach Größe, also mit 13 GB ist das der größte Ordner und das kann ich jetzt mounten. Er bestätigt mir das Ganze jetzt nicht. Öffnen kann ich es auch nicht. Breche das Ganze hier ab und mache mal Refresh. Aber auch da keine Chance. Ja, um die Frage jetzt endgültig zu beantworten, man kann tatsächlich ein Image erstellen. Mit einem Zurückspielen wird es allerdings ein bisschen schwieriger. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, jetzt in der Art, wie ich es erstellt habe, es auch wieder zurückzuspielen. Die mag es vielleicht geben, könnt ihr gerne mal kommentieren, was ich falsch gemacht habe. Aber ihr solltet euch gründlich überlegen, ob ihr das als eure Backup-Strategie anseht. Ich würde die klassische Methode nehmen, die Dateien, die für mich wichtig sind, in ein Backup einschließen, dann einfach ein Restore ganz klassisch machen mit einer Windows-Neuinstallation verbunden. Der letzte Ausweg wäre ja jetzt auch immer noch eine Windows-Neuinstallation und dann diese Image-Files wieder zu benutzen, um die Dateien wiederherzustellen. Dann habe ich aber eigentlich den Sinn des Image-Files völlig ad absurdum geführt. Ich hatte ja auch schon mal ein Video gemacht über Windows-Backup, kriegt ihr natürlich jetzt in der Infokarte eingeblendet. Auch da habe ich abgeraten davon, da ging es aber nicht um System-Images, sondern um diesen Dateiversionsverlauf, wie das bei Windows 10 oder bei Windows 8 auch genannt wird.